Hallo zusammen, ich bin's wieder. So, ich habe mich jetzt mal hier im Busch versteckt. Und ich versuche jetzt gerade rauszufinden, wie ich das... Ich glaube, ich weiß schon, wie ich das... dresche. Damit ich, weil das hier ist ja praktisch ein Dreieck. Und ich kann ja darauf verzichten, hier... da ist es. Hier ständig hinter dem Drescher herzurennen, weil der dem das Getreide ausgeht. Ich glaube, ich dresche mal in diese Richtung. Mal gucken, ob das geht. Ach, Entschuldigung. So. Jetzt bleibe ich hier nochmal im drauf, weil ich eben gucken will, ob er hinten dreht. Er dreht da hinten. Warum sollte er das nicht tun? Der Kerl ist ja zuverlässig. Da gibt es hier gar nichts. Ja, sauber, das lassen wir mal so. Ihn noch im Hinterher. So, mal wieder Innenansicht. Ja, und dann habe ich jetzt gleich aber erst die Schnauze voll von Silage. Wir besorgen uns eine vernünftige Seemaschine oder fahren wir erstmal zu dem alten Acker da zum See hin. Ah, ich packe erstmal auf dieser Seite, sonst steht da. Dann nachher nur wieder im Weg rum. So. Aus. Und. So, das hier hat sich erledigt. Diese blöde Scheiße hier. Hab mich genug geärgert. Hier, gleich springt er auf 100. Ich hau mich durch. So, die olle Zwillingsbereifung wieder ab. Nee, 7. So. Ich kann ihn ja noch mal wieder unters Band fahren. Oder fahre ich erst noch die Strecke ab? Nee, das will ich jetzt noch nicht. Ach, da habe ich glaube ich jetzt erst noch gar kein Links mehr drauf. Das hat mit der BGA hier und das hat mir so irgendwie die Stimmung verhagelt. Ich habe jetzt richtig blödes. Und jetzt, das ist jetzt nicht dummes Gelaber. Schlechtes Gewissen, dass ich das. Das ist ja irgendwie, ist das ja Betrug, ne? Also. Aber ich mach mal im Wasser. Da müsst ihr jetzt durch. Oder? Ne, ich mach das auch mal nicht.
Wo ist denn mein Förderband hin? Ist das auch weg? Ah, ne. Da, wollte ich gerade sagen, hat sie das auch noch geklaut. Oh. Es scheint ja... Es ist ja... Ich weiß auch nicht. Mir geht's nicht gut heute. Ich hab doch alles nur gut gemeint. So. Das Ding nochmal wieder anfahren, wenn es dann funktioniert. Ah ne, ich bin da. So dicht komme ich da. Ach doch, ich durch die Gummireifen kann man durchfahren, ne? Gott sei Dank. So, und jetzt beschäftigen wir uns mit der Seemaschine. Bin ich... Ich glaube, jetzt bin ich am überlegen, nehme ich eine neue oder... Ach, ich nehme die alte. Die steht, glaube ich, hinten im Dingsgebiet. Nehme die alte. Okay, ich nehme die alte. Blinker aus. Pöttinger. Ja. Nein, ich wollte den kurzen Weg. Da wollte ich lang. Tempomat rein und ab damit. Und geht ja ab für die Zimmer. Was sagt die Schnecke, die auf der Schildkröte reitet? Hui! Ja, Gott. Ha, ich dachte jetzt wohl, ihr habt das Satz vergessen, aber nee. Ich hab noch gewusst, dass da ein Wagen steht. So. Hier tanken will ich nicht. Ach, rückwärts vielleicht. Ey, da steht auch ein Dings drauf. Ein Kircher. Sehe ich gerade.
ich gucke alle unten, damit ich hier um mir gucken. Saat auswählen. Oh. Was sind denn wohl Kartoffeln? Nee, in dem Rüben, genau. Und Erd als Auffüllen. Dann wollen wir mal gucken. Wie machen wir denn das? Ich glaube auch mal rauf und runter, genau. Den in die Richtung? Ja. Und los. Was wird das denn jetzt, wenn es fertig ist? Ach, Entschuldigung. Stopp mal eben. So, jetzt erkennt er das nämlich. Hoffe ich mal. Mal gucken. Ach, geht ganz gut, gell? Jetzt müssen wir bloß immer regelmäßig gucken. Ich kann mich noch an eine Map erinnern. Da lief das nicht richtig scheiße. Aber hier scheint er ja jetzt sehr schön zu arbeiten. Ja, das gefällt mir. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht Ham, was nicht, oder auch was Ham, was ist da denn wieder gemacht, dann schaut doch bitte den nächsten Teil ein. So, bis dann. Winke.